Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Nuro. Heute bin ich mal alleine. Und zwar werden wir heute mal so eine kleine Hausaufräum-Folge machen. Sprich, wir werden das ME-System ein wenig entmüllen, wir werden ein bisschen am Haus weiterbauen. Ja, ich habe jetzt hier diese XP-Drains mal überall drauf gemacht, weil ich finde, mit so Gitter drüber sieht es ein bisschen besser aus von weitem als mit nur diesen Tanks. Keine Ahnung, ein bisschen realistischer. Da werden wir hier wahrscheinlich auch noch drüber machen. Und mal schauen. So, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch hier eine Sackmill mal gebaut, weil der Pulverizer braucht mir einfach zu lange. Das Problem ist nur, diese Sackmill kann die Nether-Sachen nicht machen. Aber ja, gut, alles andere kann man damit jetzt machen. So, fangen wir mal mit dem Entmüllen an. Boah, wie viele Bögen da sind. Aber wobei, eigentlich hat das Entmüllen ja Zeit. Ich habe noch ein paar Festplatten gemacht. Es ist alles noch grün. Bauen wir lieber erstmal ein bisschen, würde ich sagen. Und zwar müssen wir da zum Bauen erstmal ein bisschen abbauen. Denn irgendwie gefallen mir diese Beeren hier nicht mehr. Das heißt, ich möchte komplett die Außenwände ohne Beeren haben. Ich möchte also ein Haus draus machen. Wenn man bedenkt, wie lange das gedauert hat, bis die mal vernünftig gewachsen sind. Und jetzt einfach weg damit. Naja. So schnell kann es eben gehen. Ach, gibt noch eine kleine Neuigkeit. Und zwar habe ich mir mal so einen kleinen Energiespeicher hier gebaut von Draconic Evolution. Höher wie Tier 3 habe ich es leider nicht geschafft, weil ich nicht genug Draconium habe. Aber ja, ich habe auch bisher nur einen Input gesetzt, also der wurde jetzt nur einmal vollgeladen hier mit diesem Input-Ding. Ich müsste im Prinzip noch so ein Energy-Ding irgendwo hinsetzen für einen Output, damit der auch verwendet wird. Aber im Moment, ich habe ja noch diese Vibrant Capacitator-Dinger da stehen, die reichen ja vollkommen. So, wenn ich ehrlich bin, weiß ich noch gar nicht vom Außenriss her, wie das Haus aussehen soll. Mal überlegen, ob ich die Außenwände auch komplett mit diesen Tanks hier mache und dann so wie ich oben ein Gitter dran habe, dass ich dann außen auch einfach nur ein Gitter dran mache. Gut, dass wir diesen Stab wenigstens haben, weil von Hand dauert das immer so lange, die Büsche abzubauen. Ich stelle ihn auch extra jetzt nicht um, dass er mehr kaputt macht, weil dann macht er mir nachher zu viel kaputt. Das wollen wir ja auch nicht. Ich bin auch am Überlegen, diese Saftdinger, also dass ich die Beeren komplett wegmache, weil diese Saftenergie, die ich jetzt immer nur für die Quarry nutze, die ist ja doch nicht so effektiv. Und ich weiß, dass Shorty zum Beispiel damit arbeitet, deshalb bin ich am Überlegen, dem einfach meine Kulinari-Generatoren zu überlassen gegen eine kleine Gebühr. Mal gucken, vielleicht kann ich ein paar Diamanten dafür rausschlagen. Oder ein wenig Draconium. Ja, und so wie es aussieht, beim Draconium sind wir bald ja auch schon so weit, dass wir es nicht mehr, was heißt nicht mehr brauchen. Dass wir die wichtigsten Sachen alle haben. Klar, hier die drei Rüstungsteile noch upgraden. Ja, und dann war es das ja schon fast, den Bogen noch. Und dann können wir damit ja schon zumindest nichts von dem, was ich jetzt auf Anhieb wüsste, noch herstellen. Klar, den Energiespeicher noch auf das höchste Tier, ich glaube Tier 7. Da waren irgendwie 300 Blocks oder so von dem Quatsch. Das ist, kann man machen, aber muss man nicht unbedingt. Aber das sehen wir ja dann. So, jetzt sind die Außenwände schon mal weg. Ich muss das hier aber auch mal einebnen. Also wie gesagt, das wird eine kleine Baufolge. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Keine Action und keine Spannung, einfach mal nur ein bisschen bauen. Wurde, denke ich mal, auch überfällig, weil wir leben ja hier in so einer komischen Bruchbude.
Genau, und ich werde mich jetzt dann demnächst auch mit anderen Modpacks, was heißt Modpacks, mit anderen Mods in diesem Modpack noch mehr befassen, die ich vielleicht bisher noch ganz außer Acht gelassen habe. Dies war ein Lavatank, den wollten wir nicht kaputt machen. Komme ich von hier dran ans Terminal? Ja, wunderbar. Lol, habe ich auch ein Casting? Ups. Ja, der Draconic Staff of Power. So eine Sache für sich. Einmal falsch geklickt, zack, alles put. So, weiter geht's. Also in welche Richtung das jetzt beim Haus geht, weiß ich jetzt noch, wie gesagt, noch nicht ganz. Und Modpacks, was Mods, was danach drankommt als nächstes, bin ich mir auch ehrlich gesagt noch unschlüssig. Jetzt mich gerade überlegen, wenn ich Saft komplett wegmache, dann kann das alles weg. Dann habe ich auch wieder Platz. Das bringt ja auch nichts, wenn ich das Grundstück immer größer mache, weil ich es im Endeffekt ja nicht wirklich nutze. Wenn ich mit Saft komplett aufhöre, werde ich mir allerdings noch eine Futterquelle zulegen müssen. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Der ein oder andere hat es vielleicht gerade schon gesehen gehabt im Augenwinkel. Ich habe ja die eine Leitung, die auch in die Decke geführt war, von dem Autonomic Activator-Ding, der die Essenzbeeren, wo die Essenzbeeren abgebaut werden, war ja eine Leitung auch in den Tank oben. Und die habe ich jetzt umgebaut, dass die Beeren, die da angeklickt werden quasi, dass die in einem über einem Sewer geklickt werden, sodass der Mob-Essenz produziert. Ja, und ich werde dann wahrscheinlich so eine automatische Farm machen, wo irgendwelche Tiere auto-gecraftet werden, also auto-gespawnt werden vom Spawner und anschließend dann automatisch gebraten oder sowas. Mal schauen. Würde sich ja mit Kühen anbieten, da sie noch Leder geben. Dann hätte man auch nie wieder Lederprobleme. So, jetzt ist schon mal alles abgebaut. Jetzt hätte ich natürlich alles noch gerne auf einer Ebene. Und da ich die Crafting-Sachen alle nicht abbauen will, werden wir einfach alles andere hier erstmal abbauen. Einmal hier und einmal. Das jetzt schon. Ja, das ist schon eine Reihe zu tief. Speziell von dem Block habe ich mich jetzt irritieren lassen. Gucken wir mal. Ja, das war ein Blockreihe zu tief. Ich habe mir auch leider immer noch keinen. Es gibt ja dieses Builders Wand oder wie das heißt. Damit könnte ich jetzt einfach hier klicken und der wird die ganze Reihe oder sowas auffüllen. Habe ich noch nicht, wird aber auch noch kommen. So, wenn, dann wollen wir auch das ganze Grundstück in der Höhe haben. Wobei ich mir hier für den Hausbelag eh dann noch was einfallen lasse. Den Bodenbelag, aber ist ja egal erstmal. Hauptsache, wir sind auf einer Höhe. Oh, was macht denn so ein Slime bei mir vor der Tür? Oh, ich gehe einfach mal pennen, bevor noch mehr Monster kommen. Oh, so einen Creeper können wir gerade nicht gebrauchen, der uns hier die Hälfte des Hauses in die Luft jagt. So, Erde haben wir jetzt auch wieder zum Aufstocken. So, wie gesagt, ich will alles auf eine Höhe kriegen. Das heißt, hier, das lasse ich erstmal stehen. Das werde ich später dann offscreen, weil es jetzt ein bisschen mehr Aufwand ist, die ganzen Maschinen abbauen, umsetzen und so weiter. Aber das kommt auch noch dran. So,
solange ich noch nicht weiß, was für ein Bodenbelag es wird. Den Reaktor werde ich natürlich dann auch noch anpassen. Mache ich erstmal Erde hin. Allein, dass wir die Größe des Grundstücks quasi abgesteckt haben. Und der Energiespeicher, der da jetzt in der Luft hängt, wird natürlich dann auch in irgendeiner Form ins Gebäude implementiert werden. Wie genau das aussehen wird, habe ich mir noch keinen Kopf zugemacht. Aber da lasse ich einfach mal überraschen. Die Smeltery werde ich auch dann offscreen umsetzen. Mir zu viel Arbeit. Beziehungsweise da kann ich ja wahrscheinlich einfach dann alle Flüssigkeiten, soweit es geht, rausholen. Und dann werde ich die einfach nach unten setzen, dass die von der Höhe her einfach nur höher wird. Vielleicht werde ich dir dann auch noch in jede Richtung eins verbreitern, damit es nicht ganz so unförmig aussieht. Aber im Prinzip muss ich das hier auch wegmachen. Ja, das machen wir auch weg. Wir haben es zwar gerade erst gebaut gehabt, damit die Tierchen ein Zuhause haben. Oh, okay. Ich habe das Glas oben mit der Chisel bearbeitet und jetzt bekommt man das nicht wieder zurück. Aber hey, gibt Schlimmeres. Ich habe, wie gesagt, Safari-Netze, wo ich Mob-Zeugs drin habe. Deshalb kann ich die ruhig alle eliminieren. Weil meine Idee hier, die ich hatte, auch mit dem Sewer, die ist leider fehlgeschlagen. Und zwar produziert der hier immer nur Sewage. Und das in Massen. Ich wollte eigentlich, dass der auch Mob-Essenz produziert. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass der Sewer die Mob-Essenz nur aus den XP-Perlen zieht. Die da quasi dann droppen. Bei meinem Spawner unten. Da hatte ich mich nicht so ganz richtig informiert. Aber das nämlich auch direkt auf einer Höhe. Ach komm, hier können wir ruhig noch eine Reihe weitergehen dann. So, die Landschaft drumherum muss ich danach wieder in irgendeiner Form anpassen, dass es einigermaßen aussieht. Da muss ich mal schauen. Jetzt hoffe ich, dass das ist immer noch nicht leer gepumpt. Wie gesagt, die Ursprungsidee hier mit dem Sewer war, er soll Mob-Essenz produzieren. Aber das wollte er irgendwie nicht. Da unten ist ein bisschen Mob-Essenz drin, aber halt nicht viel. So, jetzt müssen wir mal wieder zum Terminal. Die ganzen Sachen hier erstmal reintun. Was ich eben meinte mit der Mob-Essenz, das seht ihr hier. Da habe ich mal was größer gebaut, den Tank, weil er war heute voll. Ich hatte hier nur 3x3 und dann irgendwie 3 tief. Und als ich heute Morgen online kam, war der einfach voll. So, das heißt, ich will nicht wissen, wie viel XP der hier einfach rausgepustet hat. Ich meine, wie es funktioniert, ist ja, glaube ich, jedem bewusst. Dieser Apparat hier, wenn ich da was reintue, macht er da Rechtsklick drauf. So, und das Sewer saugt die XP-Perlen dann auf. Deshalb habe ich hier auch diese Steine drumherum gemacht, dass die nicht so weit weg können, in Anführungsstrichen. Ja, und der produziert dann Mob-Essenz und die fließt dann direkt in den Tank. Mob-Essenz braucht man, um zum Beispiel hier... Hier habe ich diesen Autospawner. Und der macht aus Mob-Essenz, die er direkt verbraucht, hier diese Work. Wenn Work voll ist, spawnt er einmal das Safari-Net, was hier eben drin ist. Hier sind jetzt Wizard-Skelette drin. Aber da braucht er halt ziemlich viel Mob-Essenz für. Gibt auch noch wesentlich günstigere Monster. Also bei Kühen und so weiter wird er wahrscheinlich nicht so viel brauchen. Aber jetzt ist die Frage, mache ich einen großen Raum aus dem Ganzen? Oder lasse ich hier die Crafting-Ecke quasi so, wie sie jetzt ist?
Die lasse ich, glaube ich, einfach so. Das heißt, hier wird es einen Raum geben, der mit diesem Quarried Stone komplett zugemacht wird. Einfach damit es einheitlich aussieht. So, der Tank ist leer. Das heißt, die Sachen kann ich auch alle abbauen. Ist, wie gesagt, nicht viel Mob-Essenz zusammengekommen. Ich glaube, die einzigste Mob-Essenz, die er produziert hat, war, wenn ich die Tiere vervielfältigt habe, also mit Weizen gefüttert, um die Population zu steigern. So, das war's, glaube ich, ein Kabel. Na, eins noch so. Dann ist das auch fertig. Habe ich hier erstmal ein Hohlraum, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. So. Jetzt brauchen wir erstmal eine Wand, eine Mauer in irgendeiner Form drumherum. Wieso habe ich eigentlich Erde? Ah, hier ist noch genug Erde. Und sagen, wieso tue ich die Erde weg, wenn ich die doch hierfür brauche? So, das ist auch schon dann unser Grundriss. Wie gesagt, es kommt irgendwie noch anderer Bodenbelag rein. Ich weiß nur noch nicht welcher. Das sehen wir dann. Den Mob-Essenz-Tanks machen wir jetzt Trick 17. Wir bauen hier einfach. So. Dann füllen wir die damit auf. Dann saugen die sich leer. Oh, das war jetzt nicht so ganz so schlau. So, die sind wieder leer. Wir haben hoffentlich keinen Hohlraum hinterlassen. Nein, wunderbar. Dann können wir die nämlich direkt schon wieder verwenden. Weil die Außenwand hier möchte ich dann komplett auch mit den Tanks wieder machen. So dass wir hier die Ecke. Wobei die Wand hier nicht. Obwohl. Ich bin mir unschlüssig. Ich werde die auf jeden Fall noch eins weiter nach hinten rausziehen müssen, sehe ich hier. Damit das wirklich auch eine Außenwand ist und nicht nur einfach irgendeine Wand. Da die alle voll sind, stacken die zum Glück auch gut und machen jetzt nicht das ganze Inventar so komisch voll. Wenn man überlegt, wie viel XP das einfach ist. Das ist schon nicht schlecht. Ja, wobei doch, hier habe ich ja den Reaktor auch komplett. Wir werden die gesamte Außenwand, vielleicht nur die Decke. Aber die Decke gefällt mir so eigentlich. Ja, komm, wir machen die Außenwand. Hier muss, wie gesagt, eine Reihe dran. Und hier auch. Muss ich daher noch ein paar XP-Drains bauen. Haben auch den Vorteil, wenn jemand aus Versehen auf mein Haus läuft, dann verliert er halt ein bisschen XP. Das ist dann persönliches Pech. So, hier ist Außenwand. Jetzt nur mal die grobe Struktur. Wir müssen jetzt dann noch Tanks. Ah, ich habe noch 60 Tanks, gut. Nein, 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 stopp. Du so nicht. Ach ja, genau. Wir wollten das ja alles auf eine Höhe bringen. Das heißt, da ist erstmal die Grundstruktur an der Seite. Hier, wo die Höhe erreicht ist. Na komm, jetzt bau.
Hallo, Server. Test. Das geht. Das geht auch. Da will er nicht. Ja, fangen wir unten an. Das geht. Wird die Decke natürlich wieder ziemlich leer gesaugt. Aber da müssen wir durch. So, da müssen wir noch ein paar Tanks herstellen. Tank. Ein paar haben wir auch noch. Oh, wir haben kein Glas mehr. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Glas, zack. Boah, doch einiges. Ganzen Rest schon mal wieder ins System schmeißen. Dann noch ein paar Tanks. Ah, mal gucken, wie weit wir da kommen. An der Wand werde ich jetzt demonstrieren, wie ich mir das gedacht hatte. Ich glaube, werden wir die jetzt einfach komplett fertig machen. Ich war jetzt noch am Überlegen mit Fenstern oder nicht. Aber ich meine, Fenster kann man ja später immer noch reinmachen. So. Die Wand ist jetzt schon mal voll. Und jetzt hatte ich mir gedacht, dass wir hier die Dark Iron Bars nehmen. Weil wir haben ja oben die XP Drains dran als Gitter quasi. Und wenn wir jetzt hier die Dark Iron Bars dran machen, dann ist das Ganze nicht nur Creeper sicher. Wenn jetzt irgendein Bob hier vorbeiläuft und dem geht ein Creeper hoch. Ja gut, das hier muss natürlich noch weg. Einziges, was ich schade finde, dass die halt nicht so eng anliegen wie jetzt die XP-Drains obendrauf. Das heißt, ich müsste die XP-Drains hier noch drauf machen und dann im Prinzip hier auch noch, dass die so leicht überlappen. Damit das vernünftig aussieht. Aber da ist ja kein Problem. Die XP-Drains kosten ja wirklich nicht die Welt. Da brauche ich halt normale Iron Bars dann für. So, das macht doch schon mal einen ersten Eindruck, wie es dann aussähe. Wie gesagt, dann wäre das Haus von außen Creeper sicher, wenn jemand vorbeiläuft. Der Creeper hochgeht und es wäre nicht nur dieses Grün. Weil einfach nur dieses Grün wäre wahrscheinlich auf Dauer auch langweilig. Jetzt bin ich halt überlegen, ob ich die Hälfte des Hauses grün und die andere Hälfte hier einfach mit der Lava rot. Oder ob ich hier einfach nur einen Lavastreifen reinziehe, der dann sich auch in die Wände zieht, damit es vernünftig aussieht. Und danach wieder was anderes, also entweder grün oder vielleicht diese Mob-Essenz, wenn wir da genug von produzieren. Aber da mal schauen. Aber die Wände werden auf jeden Fall komplett durchgehend damit gemacht. Sind wir in-game schon den ganzen Tag am Bauen. Wird nämlich schon wieder dunkel.
Was heißt, wird dunkel? Hallo, da sind die ersten Skelette. Es ist dunkel. Oh, das ist auch noch eine Etage zu hoch. Weil ich auch am Überlegen bin, die unterste Reihe eine Art Fuß hinzumachen. Ich weiß halt noch nicht, was ich da nehmen könnte. Aber bevor ich mir da einig bin, werden wir da erstmal Tänkchen machen. Damit das Haus so richtig schön tanky wird. Haha. Ha. Na gut, der war schlecht. Aber wir sehen schon, die Decke wird immer leerer und leerer und leerer. Ich hoffe nur, sie wird nicht ganz leer. Ich sollte aber mal wieder schlafen gehen. Nicht, dass noch ein böser Creeper kommt. Böses Klette reichen ja schon. So, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was für ein Mod ihr gerne sehen würdet, dass ich mich da ranmache und den ausprobiere. Weil ich bin da im Moment noch ganz unentschlossen. Wir haben jetzt schon der Till, der Lotmi, macht ja Blood Magic. Könnt ihr bei ihm auf Twitch immer verfolgen. Der Bazillo, der macht ja auch auf seinem YouTube-Kanal was. Der ist alles, wie gesagt, auch alle Links sind wieder in der Beschreibung, wie immer. Der macht jetzt Soundcraft, hat sich da dran gewagt. Ja, und ich bin jetzt so ein bisschen unentschlossen, was ich dann machen sollte. Nur mit den Modpacks, die ich jetzt eben gemacht habe, da sind wir jetzt bald, wie gesagt, am Ende. Oh. Dies war ein Kabel. Dies ist jetzt K.O. Nein, da doch nicht hin. Ah, das ist wieder dieser Bug, dass die Kabel unsichtbar werden. Da ist offensichtlich noch Kabel, dann gehört das hier hin, ja. Ist auch ein krasser Bug, werden einfach so alle Kabel unsichtbar. Alle Rednet-Cables. So. War ich das schon? Na, ein bisschen noch. Natürlich auch klasse, dass verschiedene Kabel dann außerhalb meines Hauses an der Oberfläche sind. Die werde ich dann auch wieder anders verlegen müssen. Ah, dieser Stab ist einfach nur genial. So, da ja noch die Bars dran kommen, braucht man noch einen weiter. Ah, einfach nur genial, das Ding. Hier müssen wir auch noch einen weiter. So. Dann wäre das auch ausgehoben. Jetzt weiter fröhlich Tanks platzieren. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, was ihr dann sagt, welche Mods ihr gerne sehen würdet. Ah, jetzt habe ich ja zu weit. Ich wollte ja da eventuell einen Streifen mit was anderem machen. So. Ich kann natürlich auch noch einfach weitere Musecraft-Dimensionen machen und hoffen, dass ich mal flüssiges Ender finde. Dann den Reaktor, den könnte man natürlich noch ins Endlose vergrößern.
Wobei sich da dann wieder die Frage stellt, ich habe jetzt schon nicht den Energiebedarf, dass ich den, also wenn ich den ganzen Tag laufen lassen würde mit nur 10%, würde der die ganze Zeit umsonst laufen. Wie gesagt, dieser eine Lava-Generator, den ich da im Eck stehen habe, da unten, der produziert genug Strom für die ganzen Maschinen und das ME-System und so weiter. So, jetzt haben wir noch ein paar Tanks übrig. Jetzt brauchen wir erstmal wieder XP-Drains. Drain. Dafür brauchen wir Iron Bars. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Iron Bars ich schon habe. Aber das sollte auf jeden Fall für die paar XP-Drains, die wir jetzt da außen brauchen, reichen. Beziehungsweise ich will dann auch über der Lava noch XP-Drains machen, damit es einfach einheitlicher aussieht. So, jetzt brauchen wir Drain. Gucken wir mal, zwei Stacks erstmal. Fangen wir auch hier an der Seite schön an, damit man hier, wie gesagt, sich einen Eindruck machen kann, wie das Ganze später aussehen soll. Ich werde auch noch eine Menge Dark Steel craften müssen dafür. Das macht man ja im Alloy-Smelter. Irgendwie Obsi mit Kohlestaub und Eisen, glaube ich, war es. Das habe ich ja auch für das Gehege, in Anführungsstrichen, von dem Wither selber gebraucht. Weil das halt blast-resistant, also es geht nicht in die Luft, wenn da was explodiert. Deshalb eignet sich das dafür eigentlich ganz gut. Na, du sollst da aber nicht hin. So. Und hier, das könnte jetzt beispielsweise hier auch drüber. Wenn ich jetzt XP habe und laufe hier drüber, da in dem Tank was drin ist, kann das ja nicht da rein. Und das dämpft halt so ein bisschen die Farbe. Also der ein oder andere hat mir jetzt schon vorgeworfen, man kriegt Augenkrebs, wenn man auf mein Dach guckt. Und ich denke mal, so ist das ja dann, es hält sich in Grenzen mit diesem grünen Stich. Von unten müssen wir uns dann noch was überlegen. Weil das sieht auch schon wieder, das ist zu weit weg dafür einfach. Und das wäre auch, keine Ahnung, oben und unten das gleiche dran wäre auch doof. Aber da mal schauen. Jetzt sehe ich gerade. Die Decke ist wirklich schon leer und die obersten Tanks sind nicht mal mehr befüllt. Das ist natürlich, ja, muss ich wieder XP sammeln. Was der Spawner hier die ganze Zeit macht, also da kommt ja die ganze Zeit flüssige XP hoch. Ist also nur eine Frage der Zeit, bis das auch alles wieder voll ist dann. Aber das ist eigentlich ein gutes Symbol dafür, dass ich die anderen Tanks hier nicht damit befüllen sollte. Im Übrigen wird das eh noch lustig. Ich muss mir was überlegen, wie ich hier die Lava-Tanks dran mache. Weil wenn ich jetzt einen Tank dran mache, an die Stelle, das können wir gerade nochmal ausprobieren, wird das dann ein Lava-Tank oder ein XP-Tank? Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Da, ein XP-Tank, Schweinerei. Wenn ich ihn aber dahin mache, wird es ein Lava-Tank. Wenn ich den jetzt abbaue, dahin mache, dann müsste es ja einer bleiben, ja. Das heißt, ich muss hier immer erst eine Reihe dran machen. Mir die dann einfach abmachen. Den Tank werde ich jetzt einfach mal, kann ich den hier draufstellen? Ja, aber er wird nicht leer gesaugt. Dann machen wir Trick 17. Zack. So, jetzt hier die Lava-Tanks. Meine, klar, über den Sinn der Lava-Tanks kann man jetzt streiten. Aber wie gesagt, vom Optischen her gefällt mir das eigentlich ganz gut, wenn da dann jetzt noch eine Flüssigkeit dran kommt. Und ich mache dem Generator, mache ich damit ja eigentlich keine Konkurrenz, solange ich jetzt nicht direkt die gesamte Lava in die Wand laufen lasse. Also ich muss jetzt erst gucken, dass ich ein bisschen Lava wieder aus dem Nether hier ankommen lasse, bevor ich die Wände runterziehe.
Nein, das war jetzt dumm. Das war dumm. Weil hier muss ja erst XP rein. Und jetzt ist das natürlich die ganze Wand rum. Und natürlich sind die alle unterschiedlich voll, sodass sie sich nicht stacken. Ja. Folgt mir meine Lavatanks. Oh. Ja, die Lavatanks kann ich dann schon mal nutzen, um sie an dieser Wand anzuschließen. Bis dahin allerdings nur. Und schwupp. Ja, komm. Noch ist Platz im Inventar. Aha. Geht doch. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele Lava-Tanks. Ja, das passt ja noch. So, jetzt muss ich einmal nach drinnen und dann die anderen abbauen. Als habe ich hier gar keine Tür gelassen. Das ist natürlich auch sehr clever. Aber gut, wo genau die Tür im Endeffekt hinkommt, weiß ich ja eh noch nicht so genau. So. Und man kommt von hier, glaube ich, dann immer noch da dran zum Verstellen, ja. Aber wenn ich den jetzt einen höher machen würde, den Generator, käme man da nicht mehr dran. Das muss ja auch nicht sein. Ja, das ist so der erste Eindruck dann, wie ich es jetzt bauen möchte. Wie gesagt, Vorschläge für Mods gerne in die Kommentare. Schaut bei den anderen vorbei. Kritik natürlich auch gerne, wenn jetzt einer sagt, das sieht absolut beschissen aus. Ich werde es trotzdem so lassen, aber ne, Meinung und so wichtig. Gerne schreiben. Daumen hoch oder runter, je nachdem, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.